Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Hab gerade vorhin festgestellt, dass wir erst 8 Folgen aufgenommen haben. Da kommen wir noch mal 8 Folgen. Hätte ich jetzt beinahe, weil ich habe bei letzter Folge gesagt, ne, am Ende kommt jetzt irgendwie Mindtest oder Alaskan Road Truckers. Aber ja, nee. Nicht wirklich. So, das heißt wiederum, wir können hier noch ein bisschen rumfahren. Hier war soweit alles geregelt. Wir müssen noch ein bisschen mehr sparen, weil das nächste, was wir uns hier holen, wäre dann wieder eine neue Garage. Aber da brauchen wir 180.000. Du mindestens noch 120.000 für weiteren LKW, wobei die ja in die Richtung von 160 gehen. Also, wir brauchen definitiv über 300k. Haben wir bald rein, keine Frage, aber halt noch nicht. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wo wir mit unserem LKW eine wunderschöne Fracht haben. Jetzt gucke ich hier, warum ist. Achso, ich habe noch Streckenlänge sortiert hier. So. 300, ach du Scheiße. 316 ist genau das gleiche. Ja, das ist natürlich schon ein kleines Problem. Dadurch, dass die effizienteste von oben links nach unten rechts geht, hast du fast immer eine ähnliche Strecke. Man muss also schon ein bisschen rausfiltern. Ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen rumrasen. Ha? Mal wieder ein bisschen rumspeeden. Haben wir denn eine Strecke, die relativ. Hier, die ist doch zum Beispiel relativ gerade. Da hast du gesagt, du hast so viele gerade, relativ wenig gezackte Parts mit dabei. Besser als dir zum Beispiel. Die hat hier hinten extrem viele Zacken drinne. Die wird also nicht so viel Spaß machen, durchzufahren. Bei der hintere Teil, der geht schon wieder fast. Aber der Part hier macht mir halt schon ein bisschen Angst. Da fährt er natürlich nur 200, 200.000, ne? Andererseits sollte das doch schon fast reichen. Also, ja. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Wie gesagt, das ist eigentlich auch eine relativ gute Strecke, sage ich mal. Abgesehen halt von dem Part, aber der ist jetzt nicht so lang. Und alles andere geht eigentlich. Vielleicht haben wir hier sogar noch eine etwas bessere Strecke rausgesucht. I don't know. Ich sag mal, wir nehmen den Auftrag einfach. Dann rasen wir die Strecke komplett ab. Einmal. Von oben komplett nach unten. Für 300k. So, mal schauen, wo das so abgeht. So. Verdammt, von wo ging es los? Schon wieder vergessen. Frachtmarkt. Da oben Spokane. So, Schnellreise bestätigen und 3000. Kriegen wir zum Glück wieder schnell rein. So. Recompute.
Get ready to get wrecked. Alter. Diese Masten hier überall. Weiter nach innen konnte ich nicht wegen dem Auflieger. Und außen LKW. Die Kurve ist einfach zu eng. Wisst ihr, wie viel verdienen wir eigentlich mittlerweile? Hier. 105 pro Meile. Aber wie sieht es hier aus? Ah, gut, gerade bei 100, ne? Das ist also wesentlich weniger. Deswegen kommen wir auch nur hier so ein bisschen in den 200er Bereich, selbst bei den langen Touren. Und hier haben wir mal schon 140. Wäre es doch fast günstiger, wenn ich den Auflieger nehme, oder? Der ist schon klein und schon kompakt. Ist allerdings auch eine hässliche Strecke. Sehr viele, sehr harte Kanten. Hey, wo bin ich denn da? Ich dachte, ich bin direkt bei der City. Ha. Ah. Nö. Da bleibe ich lieber bei unserem Auflieger. So, jetzt mal hier erstmal direkt mal ein bisschen Musik anmachen, ja? Schon gleich besser. Ist doch schon einmal so 3000 wieder raus. Easy. Hier alles so voll, sag mal. Oh, Zug. Davon überholen wir nichts. Ist zu eng. Oh, weil die ständige Warte schon auf den Sack geht. Okay, ich hab gewonnen. Oh. Das ist wieder der Zug. Hui. Aber ganz schwache Textur, sag mal. Die Textur von dem Zug ist ja super low. Alter, was denn da los gewesen? Das war ja keine Textur mehr, das war einfach nur noch... Ja, weiß nicht. Nix.
17.000. That's not bad, I guess. Oh, da vorne schon unser Ziel. Frachtmarkt. Hat das bereit zum Aufladen? Fahr es auf dem Ladebereich. Aber das machen wir doch gerne. Alter, der Auflieger ist so breit, so lang. Alles. Ja gut, breit nicht wirklich, aber eben. Vor allem lang. Das Tor da hinten hätte ich beide mitgenommen. Entweder das Tor oder das Boot. Houston, we have a problem, I guess. Na, egal, komm. Aus dieser Situation komme ich eh nicht mehr raus. Also von daher. Hätte ich weiter nach links scheren müssen, um dann mich gerade ziehen zu können. Da willst du nur mal kurz dein Mauspad aber machen. Bumm, fährt der LKW nach Afrika. Wow, da hinten ist wieder sehr weitläufig. Sehr geil. Wie viel Leistung haben wir eigentlich mittlerweile? Der LKW macht so lang, also fühlt sich so langsam an, aber. Na gut, ich meine einfach. Wahrscheinlich der Auflieger einfach. Zum einen haben wir doch relativ Gewicht mit 13 Tonnen, weil das nicht so viel ist. Aber vor allen Dingen halt die Reibung bei dem Auflieger einfach. Die neuen Achsen, die spürst du halt einfach. Jeweils mit Zwillingsbereifung. Also. Weiß nicht. Da ist eine Menge Friction. So eine LKW würde ich ja auch gerne mal fahren. Einfach so eine kleine süßen Transporter. Ah, ja, kommt sogar durch. Nice. Danke. Go straight on. Hey, klaut ihr mir einfach die Vorfahrt? Los mit dem. So, warum fährst du hier hinten rum? Oh, jetzt habe ich meinen Ausweis vergessen. Verpasst. Alles ihre Schuld, Herr Polizist. Ah, ich glaube, ich fahre einfach mal hier rum. Da jetzt wenden. Mach du den Auflieger kaputt. Unnötig. Natürlich ist ja auch wieder alles voll. Ach Leute. Irgendwie mag mich das Spiel heute nicht.
Wobei ich auch sagen muss, gerade zum Rumspeeden macht sich der Echt jetzt doch definitiv besser. Weil er hat einfach mehr Sichtweite. Gerade hier mit dem Spiegel und so, ist, da hast du aber relativ schnell relativ wenig Sicht. Vor allem habe ich bei ETA jetzt auch kurz noch Auflieger. Hier ist ja alles so noch extrem lang. Was dem irgendwo durchquetschen definitiv zugute kommt. Oh, wir haben die ersten 100 Meilen geschafft und haben gerade mal 4% Schaden. Das klingt doch machbar. I guess. Hier sind die Frachtteile. Fracht ist noch heile. Mit dem LKW war ich doch schon längst vorbei. Hätte jetzt eher gedacht, dass ich auf, beim Auflieger Schaden bekomme. Aber nicht beim LKW. Lol. Oder war da noch irgendwie so eine Alpha-Ball? Eigentlich unüblich. Also wenn die Fahrt so weitergeht, kommen wir mit 100% Schaden an.
Also die pushen können wir auch nicht wirklich. Wenn wir diese bergauf strecken. Die Landschaften sind teilweise so weitläufig, dass du selbst, wenn du hier rum relativ schnell durchrast, trotzdem schöne Natur genießen kannst. Also, gut, das war jetzt einfach nicht so schnell. Und das ist auch schon wieder Unfall. Normal. Wer macht denn sowas hier? Haben wir zufällig die Ereignisrate so hoch oder war es einfach nur Zufall, dass es so häufig kam? Hey, oh. Und jetzt nochmal eingestellt. Zweimal auf dem Pannstreifen. Wie soll man so rasen? Das geht doch ja nicht. Könnt ihr die Feuerschilder aufstellen? Na ja, dann können wir mal einfach an besser an der Stelle dann gleich Folgenpause. Wenn wir gerade eh schon von der Geschwindigkeit runter sind. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.